Am 26. April 2018 war die Rotunde der Musik- und Kongresshalle voller gut gelaunter und festlich gekleideter Menschen. Über 700 Lübecker und Auswärtige waren dabei, als Bernd Sachse sich nach 18 Dienstjahren von seinen Mitarbeitern und Weggefährten verabschiedete. Es war ihm äußerlich nicht anzusehen, ob es ihm leicht oder schwer gefallen ist, an diesem Tage das letzte Mal Mittelpunkt einer Veranstaltung zu sein. Die Laudatio hielt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Bernd, liebe Partygäste, als du mich vor einiger Zeit gefragt hast, ob ich heute hier sprechen möchte, da wird man als Kieler Oberbürgermeister natürlich sofort misstrauisch. Ist das so eine Art trojanisches Pferd, ein vergiftetes Geschenk? Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich habe nachgedacht, Ende nächsten Jahres möchte ich wiedergewählt werden in Kiel. Und wenn ich hier die Laudatio halte, dann werde ich wahrscheinlich nicht umhin kommen, um nette Sachen über dich und Lübeck zu erzählen. Und das kann einem natürlich sehr, sehr krumm genommen werden in Kiel. Und bist nicht schon in Zweifel gekommen. Aber als du dann sagtest, dass ich dir am Ende die Entlassungsurkunde überreichen darf, da war klar, diese Chance, die ist sicherlich das allererste Mal und wahrscheinlich auch historisch das letzte Mal, dass ein Kieler Oberbürgermeister einen Lübecker Bürgermeister entlassen darf, die Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also stehe ich hier. Und deswegen gibt es auch einen Stimmungsumschwung und sicherlich auch ein neues Selbstbewusstsein in der Stadt. Und du bist einer der selbstbewusstesten Vertreter und lebst sicherlich auch in einer Stadt, das kenne ich auch, wo normalerweise nicht gemeckert genug gelobt ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt rückblickend guckt, ist diese Bilanz einfach sehr, sehr gut. Aber hat da jemand geklatscht? Ja, ne? Du bist kein Lautsprecher. Kaum jemand hat dich jemals poltern hören. Du hast einen kooperativen Führungsstil und du warst freiwillig Finanzsenator in Lübeck. Und das heißt schon, dass man, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig und vor allem hat es dich über viele, viele Jahre ja dazu gezwungen, auch in die Verwaltung hinein. Und ich weiß ja, dass hier viele deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, auch sehr schwere, auch sehr harte Entscheidungen zu treffen. Das hast du getan. Du hast es mit einer Klarheit und auch Berechenheit getan. Und die Erfolge, die zeigen sich jetzt. Also die ersten Jahre, die Mails, die du mir geschickt hast, die begannen nicht mit sehr geehrter Herr Oberbürgermeister oder lieber Ulf, sondern sie begannen eigentlich immer mit junger Mann, Komma. Da war die Hackordnung schon mal klargestellt. Aber zum Schluss wieder zurück zu dir, lieber Bernd. 8 Jahre Landtag für Lübeck, 18 Jahre Bürgermeister, Städteverband, mit dir war Staat und Stadt zu machen. Und zwar verdammt gut. Und ich glaube, die allermeisten Lübecker wissen das, auch wenn sie es vielleicht nicht alle zugeben würden. Und du weißt ja auch, der Prophet gilt im eigenen Land nicht immer viel. Aber mir ist es jedenfalls eine Freude, eine Pflicht und eine große Ehre, stellvertretend für alle, dir Dank abzustatten für deinen unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz für diese Stadt. Danke, Bernd. Vielen Dank, Ulf Kämpfer, vielen Dank dem Laudato. Ich habe mir heute Nachmittag mal die Mühe gemacht, im Lexikon nachzugucken, was steht da eigentlich an Definition für Laudatio? Da stehen in Wahrheit zwei.
Die eine lautet Lobhudelei, die andere lautet Leichenrede. Unter diesen Umständen plädiere ich für Variante 1. Ich bin sehr damit einverstanden, dass wir ein wettbewerbliches Verhältnis miteinander pflegen und dass wir immer versuchen, besser zu werden, indem wir auf den anderen gucken. Das ist ein gesundes Verhältnis, aber wenn wir dann gemeinsame Interessen haben, dann sind wir sehr wohl auch in der Lage, gemeinsam vorzugehen. Manche Landesregierung kann ein Lied davon singen, dass es durchaus eng werden kann, wenn Lübeck und Kiel Hand in Hand Richtung Landeshaus marschieren, und das muss auch in Zukunft so sein. Aber was das Verhältnis angeht, will ich auch sagen, ich glaube, seit 25 Jahren oder noch ein bisschen länger erzähle ich bei öffentlichen Veranstaltungen wie diesen eine Geschichte. Die handelt davon, dass mir bekannt geworden sei, dass die Regierung in Kiel die Absicht habe, die Strecke zwischen Lübeck und Kiel vierspurig zur Autobahn auszubauen. Und dann sage ich, was für ein Quatsch, wer will da schon hin? Die sollen lieber die Strecke von Kiel nach Lübeck aufbauen, da wollen die Leute hin. Das ist richtig. Meine Damen und Herren, ich scheide ohne Hass und Hader aus diesem Amt, ohne Wehmut. Ich freue mich darauf, dass ich 18 Jahre diese ehrenhafte Aufgabe habe wahrnehmen dürfen. Ich freue mich darauf, in Zukunft auch ohne die Bürde sein zu dürfen. Das eben hier war mein Enkel auf der Bühne, mein älterer Enkel, die sind beide hier heute Abend, meine Tochter und mein Schwiegersohn ebenfalls. Ich freue mich, dass ich für alle vier in Zukunft ein bisschen mehr Zeit habe. Aber auf der anderen Seite will ich auch noch nicht hinter den Ofen und auch das Angebot, ein Arbeitsverhältnis anzunehmen als Vollzeit-Babysitter, habe ich ausgeschlagen. Ich will noch irgendetwas machen und ich bin sicher, es wird sich auch etwas Geeignetes finden. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind heute Abend. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen arbeiten konnte. Ich will ausdrücklich namentlich ergänzend zu all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Verwaltung noch nennen, meine Assistentin Frau Steenbeck, auf die ich mich 18 Jahre habe verlassen können. Vielen Dank, dass Sie mein Chaotentum immer ertragen haben. Das war nicht leicht. Meine Damen und Herren, nun ist tatsächlich der Moment gekommen, der da heißt, time to say goodbye. Ich will nochmal herzlichen Dank sagen bei allen, ich sehe auch viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, ich will nochmal herzlichen Dank sagen bei allen und unserer Hansestadt Lübeck für die Zukunft alles Gute wünschen. Vielen Dank. Hansestadt Lübeck, der Bürgermeister. Herr Bernd Sachse, Bürgermeister, tritt nach Ablauf seiner Amtszeit mit Ablauf des 30. April 2018 in den Ruhestand. Für die der Hansestadt Lübeck geleisteten treuen Dienste spreche ich ihm Dank und Anerkennung aus. Lübeck, 20. März 2018, von Frau Weyer, Senatorin, und von mir persönlich. Alles Gute. Schon der Nächste. Vielen Dank für die tolle langjährige Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Thank you.
keine Unterhose. Ja. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke.